Sorry, Sie gehören zur Bahn. Ich muss dringend zu meinem Gesangswettbewerb. Hätte hier nicht eigentlich was fahren sollen? Es ist ja fast eine philosophische Frage. Hätte ja, fährt nein. Man könnte auch sagen, für eine gescheite Verbindung ist der Zug längst abgefahren. Warum sind Sie dann da? Ja, ich sollte als Zugbegleiter den Folgezug begleiten, aber der Folgezug ist ausgefallen. Folglich fährt der Folgezug des Folgezugs heute unbegleitet. Und ich hoffe, das bleibt folgenlos. Können Sie mir bitte sagen, was mit meinem Zug passiert ist? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Tja. Nichts Genaues weiß man nicht. Und ich meine, im Endeffekt ist es doch für einen Kunden auch völlig egal, warum ein Zug jetzt im Einzelnen ausfällt. Schaden an der Oberleitung, Weichenstörung, Fachkräftemangel oder der nächste Streik. Das ist doch nicht unerheblich. Ich muss doch irgendwie von A nach B kommen. Ja. Das kann ja wohl nicht, also. Wie auch immer Sie sich das vorstellen. Die Bahn, entschuldigen Sie mal, ist doch prinzipiell zum Personentransport völlig ungeeignet. Ne? Positiv bleiben, verstehen Sie? Entschleunigung, das ist doch ein Geschenk. Ne? Da kann man endlich einmal wieder in Ruhe miteinander reden. Ich hätte übrigens auch ein Thema, über das ich mit Ihnen sprechen würde. Sprechen wir jetzt über Gott, oder was? Gott hat die Deutsche Bahn lang verlassen. Nein, es geht um Ihre berufliche Zukunft. Wie bitte? Seien Sie Teil der Lösung, nicht des Problems. Werden Sie Lokführer, verstehen Sie? Fachkräftemangel. Wir Zugbegleiter sind dazu angehalten, Fahrgäste mittels Kaltakquise in den Betrieb zu holen. Wissen Sie, das ist von der Situation her jetzt so, als ob ich in einem Wirtshaus hocke, im Essen gerade einen Menschenfinger entdeckt habe und der Kellner mich fragt, ob ich da als Koch arbeiten will. Dann kommen Sie doch zu uns und machen Sie es besser, oder? Bloß meckern, das kann jeder. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt generell seriös finde, dass Sie mir für so einen verantwortungsvollen Beruf versuchen, wie so eine Drückerkolonne in den Führerstand von einer Lok abzuwerben. Naja, gut. Ich mach's ehrlich gesagt auch nur wegen der Vermittlungsprämie. Wissen Sie, das Unternehmen zahlt uns 1500 Euro brutto oder wie mir Zugbegleiter intern sagen, Blutgeld. Also, aber wissen Sie, ich wäre da. Das tut mir leid, aber ich bin doch der Falsche. Das ist ja sicher sehr technisch und so. Und ich habe ja schon versucht, in der DB-App mein ÖPNV-Monatsticket, vielleicht können Sie mir da helfen, umzuwandeln ins Deutschland-Ticket. Und ich habe das auch nicht hingekriegt. Nein, das macht doch auch gar nichts. Schauen Sie, bei so einer Lokführerprüfung, da fallen heute mal locker 50% durch. Das ist inzwischen normal. Aber die Politik wäre nicht die Politik, wenn sie dafür nicht bereits eine Lösung hätte. Ja, vermutlich, dass man dann durch eine höhere Vergütung qualifizierteres Personal herbringt. Höhere Vergütung? Quatsch. Die Anforderungen senken, verstehen Sie? Dann fallen nur noch die durch die Prüfung, die gar nicht erst antreten. Und der Rest kommt direkt in den Führerstand. Problem gelöst. Aha. Haben Sie eigentlich schon mal drüber nachgedacht, was anderes zu machen? Jeden einzelnen Tag. Singen, da die zum Beispiel sehr gern. Das wird ich sehr. Es fährt ein Zug nach nirgendwo mit mir allein als Passagier. Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter.